tritt mich in den Arsch, wenn wir in der anderen Seite hätten rausgehen müssen. So, aber es macht schon viel aus, mit dem Pferd unterwegs zu sein. So, da ist der Gasthof. Da wollen wir nicht hin. Genau, jetzt. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Habe ich zumindest das Gefühl. Oder ich hoffe es. So, wir haben auch wieder dynamisches. Wartet mal, ich habe hier ein komisches Geräusch gehört. Ich hatte hier gerade wieder diese Krog-Musik. Irgendwo. Ha. Wow. Wie in die Strömung schwimmen. Ah, ein Röstbarsch. Fackel. Ich könnte mal wieder Zeug kochen, um das auch nochmal zu zeigen. Hier zum Beispiel, hier, nehmen den Apfel in die Hand. Nehmen, was nehmen wir dann so? Ach, ich kann sogar das Schleimgelee. Ein Apfel mit Schleimgelee. Eicheln. Und Pilzen. Mal sehen, was dabei rauskommt. So, schmeiß das hier rein. Scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nicht zur... Ja, gut. Also man kann auch Scheiße kochen. Hm. Hier unten scheint schon mal kein Krog zu sein. Da. Beim Link kletter wieder hoch. Hier wird man nicht ersaufen, denn das kann tatsächlich passieren, dass wir absaufen. Auf der Brücke vielleicht? Hm. Nee, jetzt ist die Musik nicht mehr. Dann werde ich wohl weiterreiten. Ich glaube, den finde ich nicht. Ist hier was? Hier diese Mauer einfach so steht? Ne. Nee, nee, nee. Kein Krog. Aber wie gesagt, lieber einmal zu oft umgucken als... dass man dann die Chance verpasst. Hm. Ich bin mir sicher gewesen. Komisch, komisch. Naja, sei es drum. Dann setzen wir unsere Reise mal fort. Sollen wir mal gemein sein? Ja, gut. Mit dem Gemein sein hat sich erledigt. Nachdem die Typen hier kamen. Oh! Jetzt müssen wir was essen.
So. Ach, die Axt, ne, die ist eigentlich... Die ist ganz gut, aber... So, der hat keine Waffe, das ist gut. Die ist ganz gut, aber die brauchen wir eine Weile. Wo Goblinhorn? Brauchten wir Hörner oder wie war das? So. Ich glaube aber, wir brauchten Hörner, ne? Drei, genau, wir brauchen Goblin-Hörner. So, hier ist ganz wichtig, dass wir auf den Kopf schlagen, wenn die tot sind, weil sonst kommen die immer wieder. Hauer, das sind Hauer. Hm, da sind viele Goblins. Die kann ich mir mal vornehmen. Vor allem, weil es da vor allem wieder... Genau, da gibt es eine Truhe. Das heißt, wir können... Ist da drüben überhaupt? Das sind... Ach, das sind Pferde. Wir können das Lager ausschalten. Hallo, hallo, hallo. Nicht gleich so, Link. Oh, jetzt habe ich alle wach gemacht. Das ist aber halt, dass wenn da jetzt einer runterfliegt und stirbt, das kriegen die nicht mit. Die kriegen jetzt mit, haben mitgekriegt, dass ich einen Pfeil vorbeigeschossen habe und sind dadurch nochmal aufgestanden. Aber die werden sich gleich wieder hinlegen. Die haben nicht, genau, die haben nicht gecheckt, dass ihr Kollege tot ist. So, dann können wir uns hier ein bisschen durchschleichen. Ah, guck mal, da hinten ist noch einer. Das sind nämlich die, die irgendwie nie schlafen gehen. So, jetzt haben wir vier Hörner, vier von fünf Hörnern, die wir brauchen für die Fee oben. So, die haben da ihre Waffen. Wie stelle ich das im Schlausten an? Ach, die sind einfach wieder aufgestanden gerade. Ah, es wird wieder hell. Ah, jetzt halt. So. Taktikänderung. Oh mein Gott, nein, schlimm. So, der hat jetzt keine Waffen mehr. Deswegen kann ich ihn so töten. Der hat nur, der hat seine gerade aufgenommen. In den Rücken, bam bam. Und dann können wir uns auf den hier konzentrieren. Ah, ich bin reingesprungen statt weg. Oh. Ich ärgere mich gerade. Auf sowas achte ich immer nicht. Oh Mann. Zum Kotzen. Zum Kotzen, Leute. So. Also, neuer Versuch. Ich hoffe, dass ich den jetzt wieder mit Kopf treffen kann. Jawohl. Ist zumindest tot. So, und dann beeile ich mich hier mal ein bisschen. Denn im Prinzip, das mit der Bombe wollte ich schon machen. Das ist schon richtig. Aber ich wollte es machen, bevor die aufwachen. Den jetzt kann ich diesen hier machen. So, jetzt fragen die sich natürlich, hey, was ist da? Zack.
werden weggesprengt. So, und dann habe ich die zumindest schon mal weg. Ah, Manu. Der macht viel Schaden. Ich hatte nicht keine Lebensenergie mehr, der macht einfach so viel Schaden. Okay, also versuche ich bei dem mal nicht zu parieren. Alter. Andere Idee. Ich fackel deren Waffen ab. Weil dann können sie sich nicht mehr wehren. Nicht direkt. Also sie können immer noch Waffen suchen. Das heißt, ich crouche hier ein bisschen. Warte, bis der mich anguckt. Oder versuch so. Jawohl. Oh, ich pfeife immer anstatt. Was haben wir hier denn für eine Quelle? Oder? Hallo Pferd, hau ab. Geh bitte. Ihr legt euch hin. So, nicht nach unten klicken, das habe ich mir jetzt gemerkt. So, dann zünde ich deren Waffen hier an. Ich glaube, die Größe, die müsste dem Idioten da hinten gehören. Und die checken es noch nicht mal. Und die eine Waffe brennt nicht mal. Oh, jetzt haben die brennende Waffen. Super. Hab ich echt gut gemacht. So, der hat gar keine Waffe. Ah, der hat seine da liegen. Da ein anderer Plan. Anderer Plan. Wir rennen weg. Rennen, wenn es geht. Locken den hier. Hat sie ihn getroffen? Anscheinend ja. Er brennt. Er brennt. Und ist tot. Super. Da haben wir uns diesmal also besser angestellt. So, wieder zu den normalen Fallen. Ah, Problem ist jetzt, wenn man Gegner abbrennt, verbrennt auch ihr ganzes Zeug. Ich meine, ich wollte jetzt seine Ausrüstung nicht, aber die Bugoblin Hauer, ne? Und Bugoblin Hörner sind jetzt, glaube ich, bei allen weg. So. Bugoblin Horn. Ja, gut. Scheiße. Und den Rest, den kann ich jetzt einfach hier so ausschalten. Also das ist jetzt kein Problem. Der hat jetzt ein Schild. Wow, da kann er sich freuen. So, unsere Reiselanze zerbricht gleich. Da müssen wir immer mal aufpassen, deswegen. So, es müsste Horn 4 sein. So, er bekommt einen Kopfschuss und ist auch ruhig. So, genau, jetzt haben wir die benötigten Hörner zumindest. Und ihr merkt, man kann sich hier in so kleinen Sachen auch mal verlieren. Wie zum Beispiel der Jagd nach Bugoblin-Hörnern. So, und jetzt versuche ich hier einfach.